Grüß euch, meine Lieben. Ich habe wieder ein neues Rezeptteil für euch. Und zwar, ja, wie soll ich das auf Deutsch nennen? Ich nenne sie mal eine Art Salzstangen. Also Balkan-Salzstangen, sagen wir mal so. Ist ein sehr einfaches Rezept, geht auch sehr schnell in der Zubereitung und schmeckt wirklich sehr gut. Viele von euch werden das kennen, entweder aus den Balkanbäckereien, die es oft hier in Österreich auch gibt, in Deutschland wahrscheinlich auch, oder halt vom Urlaub aus Kroatien zum Beispiel oder Slowenien. Da gibt es die auch. Es gibt die in Kipfalform bzw. mehrere Formen, aber eines haben die gemeinsam, die sind alle gut. Man kann sie zu pikanten Sachen oder süßen Sachen essen oder auch einfach nur so. Ja, und wie ich die gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Als erstes habe ich hier genau 260 Gramm Wasser. Das ist bei mir auf Zimmertemperatur. 20 Gramm frischen Gär bzw. Hefe. Alternativ könnt ihr auch 7 Gramm trockene nehmen. Dann habe ich hier genau 50 Gramm Zucker. Sollte euch das zu viel sein, könnt ihr das natürlich auch so weit reduzieren, wie ihr es möchtet. Nur ich habe halt den Eindruck, bei denen, dass es den Originalen am ähnlichsten ist, wenn ich so viel Zucker benutze. Und es färbt sie auch schön. Aber wie gesagt, ihr könnt das natürlich gerne reduzieren. Dann habe ich hier genau 500 Gramm Mehl. Das ist hier in Österreich ein Typ 480 und in Deutschland ein 405er. 10 Gramm Salz. Und genau 50 Gramm Butter. Das Ganze kann jetzt entweder per Hand oder mit der Küchenmaschine geknetet werden. Ich werde das zuerst auf langsamer Stufe für 2 bis 3 Minuten zuerst mischen und dann schalte ich eine Stufe höher für weitere 7 bis 8 Minuten. Insgesamt werde ich den Teig 10 Minuten lang kneten. Meinen Teig forme ich jetzt einfach nur zu einer Kugel und gebe diesen dann in eine bemehlte Schüssel hinein und bemehle diesen auch von oben, decke ihn ab und lasse ihn jetzt für 30 Minuten lang ruhen bzw. aufgehen. So, meinen Teig stütze ich jetzt einfach nur auf eine bemehlte Arbeitsfläche, beziehungsweise helfe ihm ein bisschen dabei. Nun wirke ich mir hier 10 gleich große Stücke ab, mit jeweils ja plus minus 89 Gramm. Sie sollten halt in etwa die gleiche Größe haben, also das gleiche Gewicht. So. Jedes der Stücke schleifen wir dann einfach nur so zu schönen glatten Kugeln und geben diese auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche. Meine Teiglinge werde ich jetzt auch von oben bemehlen. Decke sie dann ab und lasse sie für 10 Minuten lang ruhen. Nun nehme ich jeden einzelnen Teigling, bemehle ihn gut, drücke ihn dann flach, seht ihr, und wälze das so schön im Mehl. Das ziehe ich jetzt so ein bisschen auseinander. Und nun rolle ich das so länglich aus, ja, in etwa auf eine Länge von ja, 20, 25 cm in etwa, dass ihr circa in etwa halt wisst, wie lang ich das mache. Ich schaue dann immer, dass das da nicht so anklebt. Ein bisschen ist oft ganz praktisch, weil ich da eine Halterung habe. So, und jetzt wird das einfach von der langen Seite her schön eng aufgerollt bis zum Schluss. Falls das nicht zusammenpickt, könnt ihr das da einfach so ein bisschen zusammenzwicken. Und dann mache ich das einfach nur zu einer längeren Stange, dass die in etwa 30 cm hat. Seht ihr, so in etwa sollte das dann sein.
Und jetzt kann man das dann einfach nur auf ein Backpapier ausgelegtes Blech geben. Ich zeige euch dann eh gleich, wie ich das angeordnet habe. Und ich schaue immer, dass dieser Schluss dann so aufliegt. So, und jetzt verfahren wir mit den restlichen genauso. Seht ihr, so habe ich sie jetzt bei mir angeordnet mit gleichmäßig viel Abstand. Wer möchte, kann sie auch andersherum raufgeben. Da muss man sie nur ein bisschen länger machen. Bei mir sind die jetzt in etwa so 30 cm, so circa halt. Aber wie gesagt, ihr könnt das auch andersherum machen. Dann habt ihr einfach längere und dünnere Stangen. Und man kann natürlich auch viele andere Formen noch von denen halt machen. Das ist halt eine ganz einfache, also wirklich nur in Stangenform. Falls ihr das möchtet, kann ich das gern machen, weil da kann man nämlich Brezeln machen, Gipfeln machen, solche Fingerchen machen. Ich weiß nicht, wie ich die anders beschreiben soll. Also da kann man noch ganz, ganz interessante Sachen machen, aber ich wollte hier eine ganz einfache Variante machen. So, und nun werde ich die einfach nur ein bisschen mit Wasser besprühen. Und die dann abdecken. Jetzt müsst ihr dann beim Abdecken einfach nur schauen, nicht, dass euch das dann aufklebt. Bei mir liegt das immer so schön locker oben auf, dass es dann nicht in Berührung kommt. Aber bitte achtet darauf nicht, dass euch das dann am Teig kleben bleibt. Und nun lassen wir die für 20 bis 30 Minuten lang schön aufgehen. Und nach in etwa 20 Minuten sehen die bei mir dann so aus. Das ist dann auch wirklich schon genug. Jetzt werde ich sie nur noch ein bisschen mit Wasser besprühen. Und jetzt kommen sie ins vorgeheizte Backrohr bei 190 Grad Heißluft oder bei 210 Grad Ober-Unterhitze. Aber ich habe Heißluft fast ein bisschen lieber für in etwa, ich sage mal, 10 Minuten bis maximal 15 Minuten. Die werden jetzt nicht ganz durchgebacken. Also sprich, wir holen sie dann einmal raus. Da kommt dann so ein Topping drauf. Also so, ich nenne es mal so. Ihr werdet dann eh gleich sehen, wie ich das anrühre. Die kommen dann raus und dann kommt das Topping drauf und dann werden sie nochmal gebacken. Aber ich sage euch gleich, wie lange ich sie drinnen gehabt habe. Wenn die jetzt im Backofen sind, rühre ich mir das jetzt an. Hier habe ich genau 30 Gramm Mehl, also in etwa so 2 Esslöffel. Dann 10 Gramm Salz. Das gebe ich auch da dazu. Und dann so, ja, was soll ich sagen, so ein, seht ihr nur ganz wenig, so ein Viertel Teelöffel Backpulver. Das Ganze werde ich jetzt hier einfach nur kurz verrühren. Und dann gieße ich hier einfach nur etwas Wasser dazu, einfach nur nach Gefühl und verrühre das, bis die Konsistenz passt. Das sollte auch klumpenfrei sein. Immer wieder ein bisschen was dazu, damit euch das dann nicht zu flüssig wird. Ein paar Teelöffel, was weiß ich. Also ein paar Esslöffel. Seht ihr, ich lasse euch da gleich mitschauen und schauen, dass das wirklich schön glatt sind, dass da keine Mehlklümpchen drinnen sind. Die Konsistenz passt fast. Ist doch ein bisschen zu dickflüssig. Seht ihr? Noch einen kleinen Schluck. Noch einen kleinen Hauch, damit ihr wirklich sehen könnt, wie ich das mache, beziehungsweise wie das am besten wäre. Ich glaube, jetzt passt die Konsistenz. Seht ihr? Das heißt, man kann hier so schöne Streifen dann oben drauf machen. Jetzt gebe ich das einfach nur kurz zur Seite, bis ich sie dann raushol. Ich habe sie jetzt genau aus dem Backofen rausgeholt. Die waren bei mir jetzt 12 Minuten drinnen, also zwischen 10, 12, seht ihr, sobald sie so Farbe kriegen, holen wir sie dann raus. Ihr müsst das einfach bei eurem Backofen beobachten, sonst vielleicht ein bisschen runterschalten, einfach nur ein Auge drauf werfen. Und nun werde ich hier einfach nur so drüber mit dem Guss, mit einem Löffelchen, solche Streifen drüber verteilen. Seht ihr, so viel in etwa sollte jetzt da oben sein. Und jetzt kommen sie einfach wieder in den Backofen und werden fertig gebacken für wenige Minuten. Aber ich zeige euch dann, beziehungsweise sage euch dann, wie lange sie noch bei mir drinnen waren. So, und nach weiteren 5 Minuten habe ich sie jetzt rausgeholt. Also ja, auch in etwa so 3 bis 5 Minuten, einfach bis sie dann vollständig schön Farbe haben. Und nun werden sie dann im heißen Zustand mit
Öl ganz, ganz leicht benetzt. Ich habe hier einen Esslöffel, aber so viel werde ich gar nicht brauchen. Wirklich nur ganz wenig, eigentlich nur einen Teelöffel und ganz leicht so drüber fahren. Einfach nur, dass die einen leichten Glanz haben. So, meine Lieben, das war's dann auch schon. Man kann sie entweder jetzt gleich warm essen oder kalt, wie auch immer. Sie sind einfach immer sehr gut. Ja, ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da, einen Kommentar. Berichtet mir im Nachhinein, wenn ihr sie nachgebacken habt, wie sie euch leicht geschmeckt haben. Ja, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!